Es gibt einen neuen Riesenscam in Rocket League, wodurch du deinen kompletten Account mit allen Autos, Items und Credits verlieren kannst. Um auf diesen Scam nicht reinzufallen, bleib heute bis zum Ende des Videos dran. Lass auf jeden Fall ein Like auf dem Video da, ein kostenloses Abo und bleib jetzt auf jeden Fall dran. Bei Rocket League Exchange, meiner Partnerseite, bekommt ihr wie immer alle Rocket League Autos, Items und Credits günstiger. Beispielsweise zahlt ihr für 1000 Credits, ja gerade ist extrem günstig. Normalerweise immer auf jeden Fall viel, viel teurer. Mit Code Reaper spart ihr nochmal 3%. Da zahlt ihr gerade für 1000 Credits nur 5,14 €. Das ist ein super Angebot. Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr euch auch einen Fennec kaufen. Auch gerade, ja, ziemlich günstig, so bei roundabout 5 €. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung und mit Code Reaper spart ihr 3%. Heute ist es wirklich extrem wichtig, dass ihr dieses Video bis zum Ende schaut und auch am besten mit all euren Rocket League-Freunden teilen werdet. Denn ansonsten kann es wirklich sein, dass ihr oder auch eure Freunde demnächst eure Rocket League Autos, Items und Credits, also euren ganzen Account, verlieren werdet. Ja, wieso, weshalb, warum, erkläre ich jetzt ganz genau. Ja, also wie gesagt, bis zum Ende dranbleiben. Wenn ihr noch kein Like dagelassen habt, macht es auf jeden Fall. Würde mich freuen. Vor 2 Tagen habe ich eine Discord-Nachricht bekommen. Ich gehe so alle paar Tage mal meine Discord-Nachrichten durch von einem Arditinjo. Also irgendwie auch ganz komisch geschrieben. Der hat kein Profilbild. Und die Nachricht war noch kurioser, denn er hat geschrieben, "You have won TV Octane by Rocket League Garage." Und da wurde ich dann schon aufmerksam auf diese Nachricht, weil da kann irgendwas nicht stimmen. Ich habe einen TV Octane gewonnen. Okay, warum? Ich habe bei keinem Gewinnspiel mitgemacht. Und die Nachricht ging natürlich auch noch weiter. Aber erstmal ganz kurz kommen wir dazu, was Rocket League Garage ist. Normalerweise sollte Rocket League Garage jeder Rocket League Spieler kennen. Das ist eine Plattform oder auch eine App, ja, für Rocket League Spieler, wo man extrem cool traden kann. Also da sind die ganzen Itempreise. Man kann Anfragen stellen. Also zum Beispiel, man sagt, ich habe 1000 Credits und ich würde gerne einen Fennec haben. Und dann kann man eben so unter der ganzen Rocket League Community traden. Ist eigentlich eine sehr vertrauenswürdige Plattform. Ist jetzt an der Stelle keine direkte Werbung für Rocket League Garage. Ich sag's einfach nur so, ich finde die Plattform einfach sehr, sehr geil. Und an sich ist es halt einfach eine vertrauenswürdige Sache. Man denkt halt, okay, Rocket League Garage, so, das ist vertrauenswürdig, das funktioniert alles. Ey, geil, ich habe einen TV Octane gewonnen. So denkt man vielleicht im ersten Moment. Aber das solltet ihr nicht tun. Denn es geht natürlich noch weiter. Ja, you got a free gift, you can also win another TV Dominus und so. Hier wird noch einiges mehr versprochen und jetzt wird es wirklich kurios. Denn hier ist natürlich auch ein Link mit dabei, also open the site und dann ist hier so ein Link zum Giveaway. Da sehen wir schon Octane-Gewinner. Also es sieht wirklich alles sehr, sehr real aus, so vom ersten Punkt her. Das ist es natürlich aber nicht, denn wir werden hier aufgefordert, den Link zu öffnen, um unseren Preis, also in dem Fall den Titanium White Octane, zu bekommen. Und generell kann ich euch schon immer sagen, Links sind gefährlich. Ja, wenn ihr irgendwie Links bekommt von irgendwelchen Leuten, die ihr nicht kennt, dann öffnet diese nicht. Ich habe für euch das Ganze mal gemacht und wir werden es jetzt auch nochmal gleich ganz kurz machen. Ja, wir werden diesen Link öffnen und dann gehen wir einfach mal drauf ein. Denn das, was man da sieht, ist wirklich, wirklich crazy und krass. Und genau deshalb mache ich hier dieses Video, um diese Warnung auszusprechen. Die Seite ist tatsächlich jetzt mittlerweile offline. Das war wirklich eine Seite 1:1 aufgebaut wie Rocket League Garage. Ich zeige euch einfach mal ganz kurz, wie so eine Gewinnspielseite aussieht von Rocket League Garage. Hier seht ihr zum Beispiel einfach mal eine Gewinnseite von Rocket League Garage, die original ist. Ja, also das hier ist jetzt wirklich Rocket League Garage. Hier kann man jetzt Titanium White Zombies gewinnen. Und original so war die Seite aufgebaut. Es war alles gleich, ja. Also ihr hattet hier wirklich alles 1:1 aufgebaut. Das Einzige, was natürlich nicht 1:1 war und was auch der ganz klare Indiz dafür ist, dass es fake ist, ist einfach die Domain, ja. Denn wir haben hier in dem Fall diese Rocket League Website Giveaway Domain, also rocketleagues.website und hier ist es rocket-league.com. Also achtet immer auf die Domain, geht dann auf Rocket League Garage selber, denn im Endeffekt, die wollen natürlich nur, dass man sich hier einloggt mit seinen Daten. Man gibt dann natürlich seine Rocket League Garage Daten ein und am Ende haben die eure Daten, können sich hier anmelden mit eurem Account, können dann hier traden ohne Ende und traden sich am Ende dann halt irgendwie alles rüber. Und so könnt ihr halt sehr, sehr leicht eure ganzen Autos, Items und auch Credits verlieren. Deshalb fallt da auf jeden Fall nicht rein, teilt dieses Video hier mit all euren Freunden.
Denn es wäre schon sehr, sehr belastend, wenn da irgendjemand drauf reinfällt. Also ich weiß auch gar nicht, wie vielen diese Nachricht geschickt wurde. Ist natürlich nicht so schlau, die unbedingt den YouTubern zu schicken, weil dann eben genau so ein Video hier gemacht wird und die komplette Rocket League Community einfach gewarnt wird. Ja, ihr seid auf jeden Fall alle gewarnt, dass ihr da nicht drauf reinfallt. Ihr wisst, was jetzt momentan im Umlauf ist, so, ne? Aber es ist schon heftig. Die machen sich wirklich die Arbeit, um halt wirklich so eine komplette Seite zu faken. Auch wenn sie jetzt gerade nicht mehr online ist. Eventuell ist sie sogar halt online, nur mit einer anderen Domain, ne? Also weiß man ja nicht. Deswegen passt da wirklich auf, warnt alle eure Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt aber auch nochmal eben schnell ganz kurz in eine Ranked-Runde rein, machen die mal eben fix fertig, ja, und hoffentlich einen dicken Win rausschallern. Und ihr wisst Bescheid und ich habe ein bisschen Bock auf Ranked. Jawohl, sogar die neue Map. Ich finde die ja richtig geil, ne? Bin ich euch ganz ehrlich, ich finde die richtig nice. So, der Kickoff ist jetzt zwar eher weniger nice, aber auf jeden Fall machbar. Guter Shot. Boah, das war sogar relativ knapp hier am Anfang direkt. Gut. Gut, Mitte, Pass, Pass, Pass. Oh mein Gott, Mate. Das ist peinlich. Das war halt wirklich ein komplettes Open Net und er hat das Ding einfach gefailt. Das ist schon, ja, darf natürlich eigentlich nicht passieren. Also bin ich euch ganz ehrlich, auf dem Niveau, ja, sollte sowas nicht passieren. Save der. Der auch nochmal. Ey, die Gegner sind echt nicht gut, ne? Also die sind eigentlich echt machbar. Ja, wir müssen hier nur so ein bisschen aufpassen, weil es kommen hier sehr viele One-on-One-Situation, glaube ich, zustande in der Runde. Kommen wir richtig schön nach vorne. Boah, ey, so knapp die ganze Situation. Ja, komm, die Runde müssen wir hier gewinnen, Leute. Für den, nice, 1-0, für den Rocket League Hacker. Ich sehe sogar gerade, mein Mate ist einfach, what? Ich check's ja gar nicht, mein Mate ist ein, hä? Was geht denn jetzt ab? Mein Mate ist ein S10 Supersonic Legend Turniersieger und der Gegner auch. Was zum Teufel? Also wirklich, das ist crazy. Okay, macht er den rein? Jawohl. Wir gehen ab. Schade. Boah, der Touch war so unfassbar wichtig. Ich finde jetzt aber, dass sie nicht mal annähernd wie Supersonic Legend spielen. Also halt sowohl der Gegner als auch der Mate. So. Ich weiß nicht, also keine Ahnung, was ihr sagt, aber Mitte. Guter Ball. Ich finde es halt aber auch krass, wie einfach die quasi die Rocket League Garage Seite nachgestellt haben. So, ich hätte gar nicht gedacht, dass es wirklich so einfach funktioniert, nachzustellen, ja. Also vielleicht kann man da irgendwie so einen Code oder so einfach kopieren und dann ist die Seite 1:1. Ich weiß es ja nicht. Boah, der war gut, der Shot. Der war gut, der Shot, muss man sagen. Im Generellen muss ich aber gerade sagen, ich finde die Runde sehr, sehr langsam. So, im Vergleich zu normalerweise Runden auf dem Level. Boah, was? Wie haben sie den denn reingemacht? Hard lucky. Guck mal, Ball kommt so, ne? Ich will da jetzt so reinspringen. Er ist halt schneller. Da will ich auch reinspringen und ja, er, ja, lackt das Ding rein. Ja. Ja, let's go. Er macht ein Eigentor. Was ist denn hier los mit der Runde? Also das ist wirklich eine sehr suspekte Runde. Ich habe selten so komische Runden gesehen. Boah, okay. Gut gesaved. Ja, easy Ding für meinen Mate. Wir haben auch schon wieder einen 100er Boost. Ist auch nice. Puh, let's go. Einfach 3-2 jetzt. Es war ein sehr schönes Ding nach vorne. Ich habe eigentlich sogar gedacht, dass ich den eventuell nicht bekomme. Aber gut gedreht und dann ist das Ding drin. Puh, wenn der reingegangen wäre, wäre auch krass gewesen. Ja, weiß ich nicht, wie sie den Titel gekriegt haben, weil SSL ist ja schon immer noch, ne? Also wahrscheinlich genauso bekommen, wie ich meinen damals. Und ja, halt irgendwie ein bisschen gecarried worden, so, ne? Aber das gehört halt eben auch dazu, muss man sagen. An der Stelle kann ich einfach nur eine Riesenwarnung für solche Nachrichten raussprechen. Teilt das Video unbedingt mit euren Freunden, damit da niemand drauf reinfällt. Bitte. Ja, am Ende, ihr ärgert euch, ihr werdet weinen, wenn ihr alles, was ihr euch über Jahre aufgebaut habt, wie viel Geld ihr ausgegeben habt, ihr werdet euch ärgern, wenn alles auf einmal weg ist, nur weil ihr gescammt werdet, quasi durch so einen Fake. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer bei Reapers. Chibio. Ciao, ciao.